Ja. Als ich ein Kind war, dachte ich, jeder neue Tag wäre anders. Und dass es immer so bleibt. Dass sich immer alles verändert. Später wurde mir klar, dass sich hier eigentlich nie etwas ändert. Meine Freunde gingen alle nach und nach an die Uni. Nach Dijon, nach Paris, nach Montreal. Und ich? Mein Vater wollte, dass ich das Weingut übernehme. Aber hier zu leben, konnte ich mir nicht vorstellen. Wir haben uns jeden Tag angeschrien. Es wurde unerträglich. Ich wollte nur noch weg. Ich hatte Lust, um die Welt zu reisen. Und jetzt sind 10 Jahre vergangen und ich bin um die Welt gereist. Vielleicht hat es mir nicht viel gebracht, weil ich bin ja wieder hier, aber immerhin, ich habe die Welt gesehen. Also wenn ich vielleicht eins gelernt habe, dann, dass man nie die ganze Welt gesehen hat. Schwester hat mich angerufen, weil mein Vater schwer krank ist. Und was soll ich sagen? Erst bin ich vor ihm geflohen und jetzt bin ich seinetwegen wieder hier.